Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde empfohlen von Uplay Strecken bei Trice Fusion. Oh, es ist Halloween. Beginnend mit einer mittleren. Oh, geile Kürbisköpfe, die jetzt Checkpoint dienen. Ich glaube, ich habe mich schon etwas gebessert vom Gameplay her. Bin ich eigentlich sehr zufrieden. Kann die mittleren, kann ich jetzt ganz gut fahren. Die schweren schaffe ich auch ganz gut, bis auf ein paar vereinzelte. Und hier die Kürbisköpfe schaffe ich auch, die schräge, kein Problem. Wenn ihr mehr Bock habt auf Trials, lasst mich wissen, schreibt's in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da und dann gibt's richtig viel geilen Content zu Trials Fusion. Lass mich bloß immer ein bisschen. Hallo. Shit, ey, das hätte ich mir sparen können, ne? Da wäre vielleicht sogar noch Gold drin gewesen. Ich wollte sagen, ich muss mich immer konzentrieren, deswegen bin ich ab und zu mal leise oder rede ein bisschen langsamer. Und ab geht's zur nächsten Strecke. Okay, eine Strecke, die als schwer eingestuft ist. Weiß noch nicht, was ich von der Grafik halten soll. Sind die eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so toll. Vielleicht ist ja wenigstens die Strecke dann schaffbar. Okay, so geht's nicht. Drücken wir mal da leicht nach vorne. Der Checkpoint ist da. Eins, zwei. Nein. Oh, zu steil. Jetzt sind wir perfekt drauf. Sehr schön. Hier nach unten. Zu weit. Ah, oh, da hätten wir so gut den Schwung mitnehmen können von oben. Achso, den kriegen wir sowieso wieder. Probier da mal das Hinterrad einzusetzen. Oh, stylisch. Richtig stylisch gemacht. Okay. Was haltet ihr von solchen Strecken in 2D? Findet ihr die geil? Oder findet ihr die nervig? Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Aber gerade noch gerettet hier. Zack. Okay, wie muss ich hier anfahren? Ah, da war das. Da war ich zu weit. Vorne hier natürlich. So schaffe ich das nicht. So auch nicht. Aber so. Oder auch nicht. Da muss ich in einen Schwung richtig schön drüber kommen. So nicht. Okay, was mache ich denn da? Auch nicht. Auch nicht. Oh, zu viel Gas gegeben. Das wird auch nichts hier. Wie oben die Autos fahren. Richtig geil. Okay, das wird auch nichts. Nee, das habe ich mir schon gedacht. Das war auch zu knapp. Solche Stellen sind aber auch einfach nicht schön, ne? Wenn ihr eine Strecke erschafft, dann bitte tut mir den Gefallen und macht hier nicht so einen riesen Sprung mit rein. Weil das macht einfach keinen Spaß. Hat er vielleicht bloß mir nicht, weil ich es nicht check. Oh, der ist gut. Aber er reicht wieder nicht.
Oh, wusste ich noch gar nicht, dass man das so machen kann. Oh, schade. Knapp. Vielleicht hier einfach irgendwie nach vorne lehnen und dann versuchen zu springen. Ich will nicht immer so weit nach vorne kippen, dann ist der Berührungspunkt vom Hinterrad dauert einfach zu lange und dann habe ich das Gefühl, ich bin zu langsam. Soll ich hier fast Speed geben, dass ich hier länger fliege? Oder soll ich nur ganz kurz, dass ich hier richtig schön lange an der Wand bin? Aber ich glaube, lange an der Wand ist schon gut, ne? Ah, da mache ich immer Fehler beim Aufkommen. War wieder ein wenig zu lang. Jetzt schaffe ich es nicht mehr, das gibt's doch nicht. Ich möchte es aber schon gern schaffen hier. Übrigens, ich spiele das Ganze hier am Computer, runtergeladen über Steam. Mit einem PlayStation 4 Controller. Ach komm, wie komme ich denn über den zweiten drüber? Ja, ich habe nämlich auch noch eine PlayStation, aber auf der spiele ich das nicht. Ja, ja. Ich spiele das hier am PC. Jawohl, nice, ey. Und ich spiele es am PC, weil ich es halt hier als erstes installiert habe. Das wird auf der... Oh Gott, jetzt dachte ich, ich bleibe mit dem Kopf hängen. Das wird auf der PlayStation schon genauso gut sein. Oleg, Saldo. Ich dachte, die Zahnräder würden sich berühren. Nicht schlecht. Und hier drüber und hoch damit. Das ist der Checkpoint. Hier ist kein Checkpoint. Und das ist Ziel. Sehr geil. Dann bedanke ich mich jetzt schon fürs Zuschauen. Hier noch ein 3D-Bild. Was passiert? Die Wand kommt. Eine Explosion. Danke fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht's wieder richtig ab, wenn's heißt Try Fusion.